Da sind wir wieder im Tresor. So. Okay, das kennen wir ja wieder alles. Versuchsprotokoll, das ist das. Notizen. Der dritte Hinweis. Mr. Hyde ist zuversichtlich. Was bedeutet, dass der Scheck echt ist? Okay, das sind so... Ach so, okay, ja gut. Den Hinweis haben wir aber trotzdem, auch wenn der so ein bisschen... Und Jekylls Hinweis. So, wir haben jetzt hier eigentlich ganz, ganz viele Hinweise und ich weiß noch nicht genau, was wir damit jetzt tun können. Hab, hier hatten wir uns doch schon angeguckt. Ach so, weil wir... Gut, hier gibt's auch nichts Neues. Alles klar. Erfolge gucke ich hier einmal kurz, auch wenn nur damit da das Ausrufezeichen weg ist. So. Hier können wir jetzt nichts mehr machen. Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Es war ein außergewöhnliches Experiment, daher war ich ein wenig darin vertieft. Sie möchten wohl etwas über mein Experiment erfahren. Das ist nur eine Hypothese. Würden Sie gerne mehr darüber erfahren? Gut. Unsere Auswahl ist beschränkt, aber natürlich ja, sehr gern. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es verstehen werden, aber ich werde mich redlich bemühen, es Ihnen klar und deutlich zu erklären. Ich erforsche, wie die unabhängigen Persönlichkeiten des menschlichen Ichs miteinander zusammenhängen und auf welche Weise sich das Verhalten und die Gedanken eines Menschen beeinflussen. Oh, das war zu kompliziert für Sie? Nein, war es nicht. Für wie doof hält er mich denn? Ja, es war zu schwer verständlich. Ja, das ist auch gerade mein Gedanke gewesen. Ich versuche es einfacher auszudrücken, damit Sie es verstehen können. Tut mir leid. Ein Mensch kann mehr als nur eine Persönlichkeit haben. Mal sehen, wenn wir das auf die Religion übertragen, ja, da wird es jetzt so, dass ich nicht mehr folgen kann, bedeutet es, dass ein Mensch mehr als zwei Seelen haben kann. Nun, sprachlos? Ich bin ein Doktor, daher würde ich Ihnen keinen Unsinn erzählen. Sollten Sie das immer noch nicht verstehen, kann ich es Ihnen noch einfacher erklären. Nehmen Sie dieses Gold zum Beispiel. Ja. Okay, nehmen wir einfach. Zweites Kapitel, Verstecken. Okay. Belästigung. Zusätzliche Fälle verfügbar. Es ist Zeit herauszufinden, ob der Zeitungsartikel richtig lag. Hyde hat seine Gewaltbereitschaft gezeigt. Du kannst den zusätzlichen Fall in der Zeitleiste spielen. Okay. Oh, Moment. So, Verstecken und Versuchsprotokoll. Oh, wir haben hier eine Zeitung liegen. Moment, die gucke ich mir auch gleich an. Achso, das war das. Wir hatten doch noch irgendwie was anderes. Okay, oder wir können uns das jetzt nicht angucken, weil wir jetzt bei Attersen sind. Müssen wir nochmal gucken, wenn wir denn bei Hyde sind. So, kurze Unterbrechung. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt und ihr könnt euch denken, woran das lag. Ich kriege hier langsam Föhn. Es war wieder so unwichtig, also... Oh. Naja, weiter geht's. Auf der Suche nach Mr. Hyde. Ein Treffen mit diesem Mann könnte alle Geheimnisse lüften. Ja, jetzt möchte ich aber erstmal... Genau, weil das ist nämlich hier. Jetzt möchte ich erstmal das hier durchspielen, damit wir einfach so ein bisschen, ja, die chronologische Reihenfolge beibehalten. Ich hoffe, das gelingt mir auf diese Art und Weise. Gut. Pub im Zentrum. Oh, im Pub bin ich gerne. So, jetzt können wir hier auch direkt einmal gucken. Nee, das bleibt alles gleich. Okay, wird sich finden.
So, was macht er? Warum sieht er sich so um? Wie unangenehm. Wieder ein unhöflicher Gast? Oh, ich vermute das mal. Hey, ich brauche was zu trinken und zwar schnell. Oh, bloß nicht zu nett. Ich hier, Sir. Was soll das? Warum schmeckt das Essen so fade? Wo sind die Gewürze? Der knurrt wirklich. Gehört es sich, seine Gäste so zu behandeln? Sir, wir verwenden in unserer Küche nicht viele Gewürze. Still jetzt! Wenn der Wein schlecht ist, zerbreche ich die Flasche. Oh Gott, die Arme. Verzeihen Sie. Bitte verzeihen Sie. Dieses Lachen. Es ist süß und fies zugleich. Offenbare dich, böser Geist. Oh ja, genau, eine Wahrsagerin, mit der will ich reden. Ist doch genau die Richtige hier gerade für uns. Okay, nur daran zu denken, brachte mich zum Lächeln. Und das kenne ich auch. Oh, Sie habe ich hier noch nicht gesehen. Herzlich willkommen. Was darf ich Ihnen bringen? Barmann, ich nehme ein Glas Ihres Besten. Was meinen Sie mit meinem Besten? Oh, ich weiß nicht genau. Mindestens ein 50 Jahre alter französischer Wein. Irgendwas, das eines Gentleman wie mir würdig ist? Französischer Wein? So etwas haben wir nicht. Wir haben Brandy, Likör, Absinth. Wie wäre es mit unserem besten Bier? Ha, das dachte ich mir schon. Es war ja klar, dass ich in einem solch schmuddeligen Pub kein Getränk erwarten kann, das eines Gentleman würdig ist. Wie bitte? Sie haben wohl zu viel freie Zeit, wenn Sie extra hierher kommen, um Ärger zu machen. Halten Sie sich zurück und stören Sie meine Gäste nicht. Und verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. Ich störe? Möchten Sie wissen, wie es aussieht, wenn ich wirklich störe? Wovon reden Sie? Hauen Sie ab! Sie wollen, dass ich sofort gehe? Was für eine Schande! Macht auch alles kaputt, ne? Egal wie groß. Feiglinge. Haben Sie zu viel Angst, um wirklich gegen mich vorzugehen? Was nun? Achso. Oh, das sieht sehr zerbrechlich aus. Sie haben mich unterschätzt, oder? Antworten Sie. Das Fass. Ha, schau an. Wie lange wollen Sie dort zitternd herumstehen? Wenn Sie wünschen, kann ich diesen Ort zu Schanden richten. Können Sie einen Gentleman immer noch nicht mit dem nötigen Respekt behandeln? Es tut mir leid, ich entschuldige mich, Sir. Es ist alles meine Schuld. Gut, das hätten Sie von Anfang an besser wissen müssen. Warten Sie, ich habe mich entschuldigt. Betrachten Sie es als ein Geschenk, eine Lehrstunde, wie man einen Gentleman behandelt. Ich schlage vor, dass Sie mir nicht folgen. Aber das werden Sie auch nicht, oder? Sie sind alle beschäftigt. Wiedersehen. Geben Sie mir beim nächsten Mal etwas Besseres. Wenn nicht, werden Sie etwas Bittereres als Ihren billigen Gin zu schmecken bekommen. Gott, er dreht voll durch! Der hat ja ein erfülltes Leben, der Gute. Wir sind zurück in Mr. Attersons Stadthaus. So. Noch ein Hinweis. Mr. Hyde hat den Tresen und die Gläser des Pubs in seinem Stock beschädigt. Mit seinem Job. Entschuldigung. Mr. Hyde zerstörte Gegenstände und bedrohte Menschen im Pub. So sieht das aus.
Gewürze. Während des viktorianischen Zeitalters wurden mit der Ausbeutung von Kolonien und Verbesserungen im Transportwesen verschiedene Gewürze eingeführt. Diejenigen, die es sich leisten konnten, verwendeten übermäßig viele Gewürze in ihren Speisen. Weil sie es konnten. Okay, da haben wir noch nichts. Okay, hätten wir auch alles. Haben wir hier noch was? Nö, das ist wieder nur das. Tja. Da müssen wir noch was lernen. So, auf der Suche nach Mr. Hyde. Ein Treffen mit diesem Mann könnte alle Geheimnisse lüften. Seit diesem Tag lese ich die Zeitung sorgfältiger, obwohl es in London in den letzten paar Tagen friedlich war. Nachdem ich selbst Mitteilungen über klein mache mich selbst Mitteilungen über kleinere Vorfälle nervös. Was war das? Sehen Sie sich diesen Artikel in der Ecke an. Ein unangenehmer Mann hat in einem Pub für Unruhe gesorgt, gedroht. Du meine, das ist definitiv Mr. Hyde. Ich mache mir Sorgen um Jekyll. Ich kann nicht einfach dazu schweigen. Wir sind seit Jahren befreundet, aber manchmal verstehe ich ihn einfach nicht. Ich frage mich, ob Jekyll davon Kenntnis hat. Ich muss selbst Nachforschungen über Mr. Hyde anstellen. Okay, jetzt haben wir Tutorial Nummer 2. Schön. Du kannst von der Karte von London aus andere Gebiete besuchen. Das ist schön, das haben wir uns ja schon gedacht. In der Zeitleiste, ja gut, das kennen wir ja schon. Auf der Zeitleiste wird markiert, an welchem Fall du gerade arbeitest. Gut. Okay, nachdem du das Ende gesehen hast, kannst du zu jedem gewünschten Fall wechseln. Okay, das Ende, vermute ich, das Ende. Artikel über Mr. Hyde. Und wir haben Soho freigeschaltet. Okay, hier haben wir jetzt nochmal ein paar Hinweise. Gestern Abend ereignete sich in London ein skandalöser Vorfall. Ein unbekannter Mann von grauenerregendem Aussehen wurde überall in der ganzen Stadt gesehen. Dieser Mann griff Menschen in der Nähe von Soho an und drohte Passanten, sie mit seinem Stock zu schlagen. Was dann kommt, ist purer Unsinn. Okay. Gut, hier haben wir noch nichts. London Akten. Cavendish Square. Der Cavendish Square ist ein Platz im Londoner West End. Im Laufe der Jahre ließen sich dort viele Adlige und berühmte Intellektuelle nieder und heute findet man dort den Sitz des Royal College of Nursing. Aha, man lernt hier auch noch was. Das finde ich gut. Räusper. So, hier haben wir jetzt trotzdem nichts. Ja, nö, das ist halt, ne? Versuchsprotokoll. So. Die Sackgasse kennen wir schon. Ich würde mal sagen, wir können hier jetzt direkt los. Ich hätte nochmal auf die Zeitleiste gucken können, aber ich glaube, das war soweit okay. Okay, auf der Suche nach Mr. Hyde. Dann schauen wir uns mal um. Okay, in diese Richtung geht nichts. Alter Scholli, ist aber hier nicht die schönste Gegend, ne? Sollte die Leute in der Nähe fragen. Ja, lass mich hier doch erstmal ein bisschen gucken. Verletzter Passant. Dieser Mann muss endgültig eingesperrt werden. Sir, bitte beruhigen Sie sich. Können Sie mir den Täter beschreiben? Er sah schrecklich aus. Und er hatte einen modischen schwarzen Stock. Ein Stock. Hat er ihn... mit diesem Stock angetan? Ja, er schlug auf mich ein, bis ich bewusstlos war. Oh, ich sah, wie er in Richtung Fluss ging, bevor ich bewusstlos wurde. Zum Fluss? Die Themse ist der einzige Fluss hier in der Nähe. Überall sorgte er für Tumult. Okay. Oh, einen neuen Bereich freigeschaltet. In der Nähe des Flusses. Da gehen wir jetzt gerade noch nicht hin. Mr. Hyde trug einen teuren Stock. Ich hätte hier jetzt angenommen, dass wir hier den Stock haben. Deswegen war ich gerade kurz verwirrt. Mit dem er einen Fußgänger verprügelte, bevor er in der Gasse verschwand. So, können wir auch einmal mit dem... Ne, mit dem Polizisten können wir nicht reden.
Verzeihung, sind Sie je einem Mann namens Mr. Hyde begegnet? Ja, aber mein Gedächtnis ist nicht sonderlich gut. Wo war das noch gleich? Im Pub? Oder in einem Restaurant in der Nähe? Bitte versuchen Sie sich zu erinnern. Wo war es? Vielleicht erinnere ich mich, wenn Sie mich in einem Pub begleiten. Nach einem Glas Gin oder Bier, dort trifft man viele Leute. Verstehe. Träum mal weiter, Mignon. Okay, da können wir, glaube ich, hier haben wir nichts weiter. Was ist hier? Können wir hier irgendwie? Das sah so aus, als könnte man da was tun. Passant, Passantin. Was von beidem ist er denn jetzt? Ein passierender Passant. Nö, wir haben hier viel Krach und Hintergrundgeräusch, aber nichts zum Untersuchen. Nö. Gut, ich glaube, dann können wir mal hier rüber. Vielleicht finden wir ihn hier. Achso, ich klappe das hier mal wieder ein. So, mal gucken. Murmel. Seltsamer alter Mann. Murmel. Ich werde einfach gehen. Hm? Hey. Sie da. Sie suchen doch nach ihm? Endlich sehen Sie mich an. Sie suchen ihn, richtig? Haben Sie ihn gesehen? Er wandelte in der Dunkelheit. Und tötete viele Frauen. Hm? Frauen? Von wem reden Sie? Was? Von wem reden Sie denn? Suchen Sie denn nicht nach Jack the Ripper? Gerade nicht. Jack the Ripper? Ich suche einen Mann namens Mr. Hyde. Was? Da lag ich wohl falsch. Okay, verschwinden Sie. Ein höflicher Mensch. Ich schätze, ich sollte einfach gehen. Genau, Kogoro, tu das doch mal bitte. Können wir mit dir reden? Ja, wir können mit dir reden! Ach so. Oh, okay, er geht hier sogar direkt runter. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Hm? Verzeihung? Oh, dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Oh, ich bin eingenickt, klar. Ich antworte, wenn ich kann. Waren Sie bei Tagesanbruch hier? Ja, der Mond schien hell und es gab jede Menge Fische, daher war ich die ganze Nacht über hier. Ich bleibe auch den restlichen Tag hier, nur zur Sicherheit. Haben Sie beim Morgengrauen einen seltsamen Mann hier vorbeigehen sehen? Oh, ich habe einen entsetzlichen Mann hier vorbeigehen sehen. Er lief fluchend und pöbelnd in Richtung Cavendish Square. Wir haben uns zufällig angesehen, als ich mich nach ihm umgedreht habe. Er hatte ein Gesicht, das ich nie wieder sehen möchte. Verstehe, danke. Laufen Sie einfach weg, wenn Sie ihn wiedersehen. Seine Augen waren nicht menschlich. Der Platz, was ist vorgefallen? Okay, ein neuer Bericht und neue Infos. Was?